Servus Leute, zurück zu Let's Play Sunhaven. Nachdem wir das letzte Mal den bösen Drachen angegangen sind und gescheitert sind, bereite ich die Opfergaben vor, weil, ja, ein Kampf gegen ihn ist möglich. Gibt auch ein Achievement dafür, aber es gibt auch ein Achievement, indem wir ihn durch Offerings besänftigen. Dementsprechend bereite ich das jetzt vor. Tatsächlich, das habe ich komplett, Mining Bundle, das ist das Gold Bundle, Essen fehlt noch, das wäre Nummer 4. Dann habe ich das Bundle, das passt, das wächst gerade noch, das wird noch ein bisschen dauern. Dann habe ich auch dieses Bundle und das letzte Bundle von 7 Bundle, 7 muss man schaffen, sind 5000 Tickets. Ich war da einfach fleißig und habe alle meine Ernteerträge verkauft und noch einen Tag lang gefischt dort an meinem Apartment und dann hatte ich die 5000 beisammen. Dementsprechend, wenn die Sachen hier fertig sind, dann muss ich nur noch kochen und dann ist alles fertig. Und das mit dem Kochen, das machen wir dann live. Aber für heute. Für heute möchte ich in das Land. Außerdem, ich habe endlich Golden Pfirsich, jawohl. Aber Golden Lock und Golden Silk fehlen noch. Die müssen halt hier irgendwann produziert werden. Naja, Zeit wird's bringen. Dann ist das Gold Bundle auch fertig. So, wir gehen jetzt hier hin und wir wollen uns heute mal die Crafting-Möglichkeiten von Withergate anschauen, weil da gibt's ja auch, neben der Farm gibt's da natürlich auch noch Möglichkeiten. Dementsprechend machen wir einfach mal. Ja, hier ist nicht mehr viel zu tun, also hier ist alles schon erledigt. Ach, die Musik ist wieder toll. Die gefällt mir echt gut. Das habe ich schon, das ist schon wegen länger her, dass ich den Auftrag gegeben habe. Aber das passt sehr gut, weil ich glaube, die brauchen wir für Crafting-Möglichkeiten. Ach ja, ich habe das Withergate Farming Bundle abgeschlossen. Danach habe ich erst alle Farm-Sachen verkauft und habe dafür diesen coolen Hat bekommen. Den finde ich echt stylisch. Den liebe ich. Das wird der ultimative Kopf sein. Weil sowas mag ich einfach. Gut. Das kostet alles Leben. Woher kriege ich Refined Metal? Wahrscheinlich von... vom Furnace. Da brauche ich Adamant Ore und Deathstone. Deathstone müsste ich ja welches haben mittlerweile, oder? Der Mine habe ich ja ein bisschen was gefarmt. Ja, hier Deathstone. Das können wir auch rüber tun. Ja, das ist schon mal schlecht. Schlecht vorbereitet. Adamant brauchen wir. Und wir brauchen... Uff. Ich sehe schon, wir brauchen deutlich mehr Deathstone. Okay, dann müssen wir in die Mine einmal. Und Adamant brauche ich auch. Wir sollten jetzt schon mal Sachen anfangen vielleicht. Weil die dauern, ja, die dauern nicht so lange, aber die dauern halt ein bisschen. Also ich brauche 50, 200 Refined Sachen, na gut. Also das kann schon mal produziert werden. Enhanced Copper Bar. Refined Metal. Enhanced Copper Bar ist gar nicht so leicht. Ich weiß gar nicht, was ich da... Okay. Es wird komplizierter. Es wird deutlich komplizierter als erwartet. Aber die Recyclingmaschine machen wir schon mal. Kann mein Leben wieder ein wenig regenerieren. Dann brauche ich... schlecht vorbereitet von mir. Enhanced Copper Bar ist gar nicht so leicht, befürchte ich. Enhanced Copper Bar... Copper Bar haben wir enhanced. Wie ging das? Einfach bloß Mana hinzufügen? Und Adamant, oh, jetzt habe ich nicht gemerkt, wie viel ich brauche, aber ich habe doch bestimmt, ja, ich habe da einiges. Ja, komm, nehmen wir mal 10, sind mehr als genug. Und Enhanced Copper Bar, weiß jetzt gar nicht. Brauchte man mehr, um einen Enhanced zu machen? Ich muss schauen. Das ist jetzt problematisch, dass wir keine geteilten Inhalte haben.
So, ein Enhanced Copper. Ah, hier ist schon alles voll gewuchert. Elven Juice, Anvil vielleicht? Enhanced. Nein, dann war's hier im Furnace. Elven Stone und Fire Rune. 2. Okay. Fire Runes habe ich. Elven Stone habe ich auch. Ich brauche bloß 4. Dauert leider ein bisschen. Mehr brauchen wir nicht. Das ist interessant, dass wir sozusagen von hier Sachen brauchen, um woanders Sachen zu machen. Leider muss ich jetzt warten, weil sonst müsste ich ja wieder hier den ganzen Weg herlaufen. Aber das geht ja recht fix. Ich hoffe, es waren 4. Um Gottes Willen, wenn es mehr waren. Das war alles umsonst. Da muss ich alles nochmal machen. In die Minen nochmal. Eieiei, das wird ein knapper Tag. Viel zu tun, viel zu tun. Aber wenigstens mein Leben regeneriert sich gerade wieder. So. Das ist das. Nur wenn wir theoretisch hätte man ja Nelvari gar nicht machen müssen. Also Nelvari hat tatsächlich kaum Effekt auf das ganze Spiel. Das ist super optional. Aber ganz nett. Adamant und Advanced Copper Bar. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob ich noch was irgendwas anderes gebraucht hätte. Ich glaube, über die Recyclingmaschine brauche ich da. Da muss ich einige Sachen machen, weil. Hab schon gesehen, da sind einige Dinge. Kann man sagen. Rooftop Farm. Einige Dinge zu tun. Und wahrscheinlich ist die Recyclingmaschine ganz wichtig dabei, bei den Dinge tun. Die wird wahrscheinlich Dinge in wertvollere Dinge umwandeln. Ja. Man kann noch Sand. Refined Metal. Ja, wie viel von dem Zeug habe ich gesammelt? Wahrscheinlich nicht zu viel. Geht, würde ich sagen. Okay, das Teil frisst und schmeißt dann wertvolles Zeug aus. Okay, das wird auf jeden Fall heute nichts damit, dass wir das da alles fertig machen können. Dann ist es so. Moment, Enhanced Copper Bar. Belastend. Ich glaube, Enchant. Kann man lesen? Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Das wissen wir jetzt. Hier, davon habe ich, glaube ich, genug von den Materialien, um die Sachen herstellen zu können. Gut. Na, dann ist es so, leider. Da werde ich wahrscheinlich Enhanced Sachen produzieren können. Ja, da ist der Enhanced Copper Bar. Den brauchen wir. Refined Metal. Wie praktisch. Tja, Dead Stone wird benötigt. Enhanced. Glorite. Ich habe immer noch keinen Zugang zu Glorite. Das finde ich irgendwie schwach. Aber. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal in die Mine. Vielleicht kriegen wir ein cooles neues Area. Lobby. Ich brauche die Steine. Unglaublich, aber ich brauche die Steine. Ich brauche nicht die wertvollen Materialien, ich brauche die Steine. Wir können mal. Wir brauchen auch diese Sachen mittlerweile. Ja, wobei brauchen ist falsch.
Wir können ja mal ein anderes Ticket nehmen. Wir nehmen mal ein Economy-Ticket. Da kommen wir in ein... Also wenn ich es richtig verstehe, kriegt man da ein großes oder ein kleines Gebiet. Also umso mehr man zahlt, umso größer ist das Gebiet so in etwa. Wir können ja bloß mal gucken, was es hier so gibt. Lass mich durch! Gib mir Steine. Gegner hat er. Ups. So klein finde ich das Gebiet bisher nicht. Oh, das geht ja noch weiter. Tatsächlich so klein finde ich es wirklich nicht. Das einzige Problem ist, dass halt meine Spitzaxt nicht so mächtig ist. Ich brauche die Deathstones und nicht irgendwelche von diesen Topassen. Oder, nee, was ist das? Irgendwie Mais, kandierte Maiskolben? Maiskörner? Das wäre eigentlich auch mal was. Mais kandiert. Ob das schmeckt? Bestimmt, oder? Ja, wobei, ich mag Mais lieber in Kräuter, oder? Na gut, ich würde sagen, ich werde jetzt hier weiter vorbereiten und für euch ist ein Zeitsprung zum nächsten Tag wahrscheinlich. Dann machen wir da direkt weiter. Bis gleich. So, der nächste Tag ist angebrochen und ich habe mich um meine andere Farm schon gekümmert. Jetzt können wir uns hierauf wieder konzentrieren. So, erstmal das und das. Das brauchen wir nämlich zum Craften. Und das ist ordentlich gefüllt mit anderem Stuff. Also, die Pipeline ist ziemlich lang. Schauen wir mal. So. Oh, ich habe nicht genügend Refined Metal. Was brauche ich noch? Das Glas habe ich. Spooky Silk. Moment, Spooky Silk habe ich schon, oder? Ja, Spooky Silk habe ich auch. Was brauchen wir noch? Den Furnace haben wir schon. Enhanced Iron Bars. Uff, was brauchen wir hierfür? Prinzipiell bloß Iron Bars. Und ich brauche unbedingt mehr Metal. Dann produziere doch bitte erstmal die Metalle. Bam, badadam. Badam, dadadam. Dam, dadadam. Badam, dadadam. Okay, dann brauchen wir sowieso Iron, aber ich kann schon mal was Zusätzliches machen. Ich kann schon mal den Anvil machen hier zum Beispiel. Ich kann schon mal den Sushi-Tisch machen. Ich kann schon mal den Monster-Loom machen. Und jetzt fehlt mir sowieso Leben, um irgendwas zu machen. In der Zwischenzeit, wir brauchen 8 Iron Bars. Die kriegen wir auf jeden Fall. Hoffe ich. Sollte machbar sein. Ja, das finde ich echt super. Ja? Das finde ich echt gut, wie man so schnell von Withergate hier hinkommt. Das ist sehr angenehm, muss ich zugeben. Charon ist ein sehr guter Kompagnon. Der Greif könnte sich ruhig mal eine Scheibe davon abschneiden. So, wir brauchen 8 Iron Bars, um 4 Enhanced, nicht Enchanted, sondern Enhanced machen zu können. 8 Stück. Perfekt. Sehr schön. Bei der Beute im Dungeon, da habe ich neben jede Menge Stein auch ein weiteres Buch gefunden. Es fehlen noch 3 Bücher. Und es fehlen noch 4 Bücher bei den Nelvari-Minen. Oh je, das ist so nervig. Das ist halt Random Drops. Naja.
Ich habe sowieso mir mal die Achievements angeschaut. Man kann das Spiel, glaube ich, nicht beim ersten Mal... Also man kann die Achievements nicht beim ersten Mal schaffen. Weil es einfach zu viele sind. So, wir brauchen 4 Stück davon. Tja, dann brauche ich jede Menge Refined Metal. Aber in der Zwischenzeit können wir schon mal die neuen Teile hier anschauen. Monster Anvil. Das 1 oder Monster Sushi Table. So, Enhanced. Mithril, Sunit. Ja, eine Glorite. Requires Mining Level 55. Ja, wie komme ich denn dorthin? Kann ich mir Glorite-Sachen überhaupt machen? Das kann ich nicht daheim machen, oder? Die kann man hier machen. Hätte schon was. Das sieht diabolisch aus. Gefällt mir. Monsterloom, was kann man hier machen? Claw Gloves. Was für Gloves? Oh, die Gloves sehen gut aus. Was für Gloves habe ich? Achso, ich habe ja ganz normale. Und es gibt ja so ein Combo-Skill, das ist gut ist, wenn man das hat. Aber das ist. Oh, Dodge Slime Gloves. Dodge Chance ist schon brutal gut. Spooky Fabric. Weathergate Quilt. Man, okay. Hier gibt es dann einfach bloß ein paar Wintersachen. Aber die Slimy Gloves, die finde ich mega. Slime Gloves. Spooky Fabric wäre kein Problem. Sludge ist auch farmable. Also machbar, würde ich es mal nennen. Machbar ist es beides. So, mit diesem Enhanced Eisen. No! Ich brauche davon 5 und ich. Oje, oje, oje. Dann machen wir einen Monster Juicer eben. Ich brauche noch mehr Eisen. Das ist belastend. Und so gut, Seide gibt es hier genug. Das wäre nicht das Problem. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich brauche nicht 4, ich brauche 5. Deswegen brauche ich 2 Eisenbarren noch. Ah, das ist aber teuer. Die ganzen Crafting-Materialien. Ah, das ist durch die Recycling-Maschine so aufwendig. Aber alles so wertvoll. Da liegt überall Müll rum und der ist so wertvoll. Wie im echten Leben. Manchmal, aber nur manchmal. Moment, eigentlich könnte ich... Ja... Ah, da brauche ich noch ein paar. Da brauche ich noch ein paar Sunitbarren. Ich glaube, man braucht ja 2 Sunitbarren, weil eigentlich könnte ich mir einen Enhanced Pickaxe dann machen. Das schadet eigentlich nicht. Würde ich behaupten. Wenn wir halt schon mal dabei sind, will ich damit sagen. Die goldenen Pfirsiche habe ich ja schon erwähnt, die habe ich schon bekommen. Das war toll. Ansonsten, ja. Das füllt sich auf jeden Fall ordentlich. Da kann ich ordentlich was kochen, wenn ich denn was wollen würde. Aber wenn ich nicht deines besiegen will, den Drachen der Dunkelheit besiegen möchte, dann brauche ich gar nicht so viel kochen, weil... Wozu? Ne? Ich glaube, ich bin stark genug für den Kampf-Dungeon. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe die Vermutung. Dementsprechend, ja, wozu? Ah ja, den brauche ich auch noch. Ich hoffe, es reichen 2 nicht, dass da auf einmal 3 benötigt werden. Das kann ich mir auch vorstellen bei dem Spiel.
Hey, komm mit. Sehr gut. Na, dann enhancen wir schon mal die Pickaxe. Die wird dann ein bisschen schneller. Und ja, doch, das ist nützlich, dass sie ein bisschen schneller wird, weil ich die Bücher farmen möchte fürs Museum. Also 100% im Museum, das würde ich eigentlich schon erreichen. Aber die anderen Achievements, die schaffe ich nicht. Ich musste das ganze Spiel nochmal komplett durchspielen. Das ist prinzipiell ganz nett. Oh, das ist kein Thema. Das ist zwei. Den Heavy Dead Heavy Stone, den Hammer. Das ist kleinere Übel. Bam. Moment. Es wird bloß einer benötigt, oder? Yeah. So kann man sich irren. Einer. Aha. Zwanzig davon noch. Okay. Das Thema ist für Offscreen-Arbeit übrig gelassen. Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt brauche ich da noch... Warte mal, den Monster-Juicer haben wir. Ich brauche noch Glas. Nee, Glas soll als nächstes gemacht werden. Ah, so versuchen. Der Sushi Table. Aber nicht den Juicer. Doch, den Juicer haben wir auch schon gemacht. Was für leckere Fische kann man aus. Oder Fischleckereien kann man aus dem machen? Und was für ein Juice? Ich habe ja keine Früchte hier. Aber gut. Schauen wir mal. Goldfish Rolls. Oh, Albino Squid Rings. Lecker. Tintenfischringe. Ja, das ist schon eine Wertsteigerung. So ein 36,55. Na gut, die vier Eier sind nicht günstig. Aber es gibt hier leider nichts, was mich irgendwie bufft. Hier brauchen wir bloß Pflanzen. Demon Coffee. Aus 24 wird 30. Der Juicer ist genauso wie bei mir. Ah, das ist eine Verschlechterung. Nee, das ist keine Verschlechterung. Aber genauso wie beim Juicer in echt, der steigert halt den Wert von den Rohmaterialien. Ja. Also so kann man ein bisschen mehr Geld aus den Sachen rauskitzeln. Ganz nett. Hätte ich mal früher machen sollen, nicht wahr? So, die Gläser, die werden noch ein wenig dauern. Das ist leider so. Dann können wir schon mal wieder Sachen ablegen. Kohle und... Ja, komm. Sachen, die ich nicht mehr brauchen werde. Du wirst nicht... du bist dann... Das ist halt blöd. Das war verschwendete Lebenszeit. Und noch verschwendete Ressourcen. So, wir haben... Den Komposter haben wir noch nicht, oder? Aber wir brauchen die 10 für die Sonarmaschine. Die ist, glaube ich, wichtig. Der Komposter... Ja, der Komposter hat denselben Zweck wie alle anderen Komposter auch. Nee, Doch, der wird wahrscheinlich Pflanzen zusammen machen. Ja, wobei ein Komposter ist eigentlich was anderes. D
die Soda-Maschine. Den Juicer habe ich, den Seedmaker habe ich noch nicht. Und dann fehlt noch der Composter. Ja, okay, dann brauche ich noch ein bisschen von diesem Refined Metal. Eins noch und dann brauche ich das Refined Metal. So, das ist das Seedmaker. Der Seedmaker kommt hier mit einfach hin. Ja, der macht halt ganz logisch aus den Sachen, macht er Samen. Moment, was ist das? Das kenne ich nicht. Wo kann man das kaufen? Soul Orb Seeds. Die sind praktisch. Die geben alles. Ja, davon. Base Price of 2. Okay, ja, doch. Davon massenweise farmen und wird in jeder Region reich, prinzipiell. So, wir brauchen jetzt Refined Metal noch. Wir können mit den 10 die Soda-Maschine machen. Sehr gut, dann haben wir das noch. Und dann fehlt noch Refined Metal und dann haben wir alle Crafting-Stationen geschafft. Genau, dafür noch. Okay, also praktisch ist Slime Glove, 6% Dodge Chance, ist echt geil. Das würde ich auch gerne machen. Also ich würde gerne die perfekte Pickaxe dann herstellen. Allein schon, weil es dann einfacher wird, theoretisch die Sachen zu farmen, die mir noch fehlen. Oder die Bücher hauptsächlich. Kommen wir zu der Zeit. Hier ist nichts von Interesse dabei. Das sind bloß interessante Sachen. Das ist einfach bloß eine Möglichkeit, mehr Geld zu machen, wenn ich dann die Sachen pflanzen würde. Der Seedmaker macht das, was er sagt. Oder was er spricht. Also kein Thema. Der Composter braucht noch eins. Und da ist die Soda-Maschine. Die ist interessant, die kennen wir nämlich normalerweise nicht. Was macht eine Soda-Maschine? Aha. Empty Soda Cans. Man braucht eine Man kann, ja. Was der Name sagt. Man kann Wow. Ah, Soul Orb. Wo krieg ich den? Das ist mal ein Mana-Trank. Soulfish. Sucker Soda. Mhm. Also so. Das ist ein Energy Drink, würde ich mal sagen. Magical Energy Drink. Da kommt kein Mana-Trank ran. Eigentlich faszinierend, würde ich sagen. So, jetzt kann der Rest hier verschrottet werden. Beziehungsweise verbessert werden. Es wird ja alles verbessert. Dementsprechend Go Go Gadget. Und wir holen uns das letzte, nämlich den Composter. Und dann haben wir wunderbar, wie es ist, alle Sachen fertig. Und haben auch hier gesehen, was es hier alles in Withergate zu craften gibt. Also ein paar interessante Sachen gibt es auf jeden Fall. Aber interessanter fand ich tatsächlich in der Hinsicht dann schon eigentlich Nelvari. Da gab es ein paar Verbesserungen. Monster Company. Kompost. Okay, man kann die Monster-Sachen in Sachen. Mit den Kristallen und so. Jawohl. Okay, man kann hier sozusagen die Monster-Sachen, die man so findet, in Schrott, kann man hier umwandeln in Kompost und zusammen mit den Kristallen dann in Fertilizer umwandeln. Ah ja,
Stimmt, ich hatte bisher noch keine Verwendung für die ganzen Drops von den Monstern gesehen. Ja, cool. Sehr schön. Na gut, dann haben wir es auch hier geschafft. Dann haben wir auch Withergate sozusagen. Na, wollen wir abgeschlossen sagen. Wir haben es zumindest gut ausgiebig kennengelernt. Und jede Menge Stuff hier bekommen. Wir haben die Withergate-Quests im Museum abgeschlossen und dementsprechend fehlt nur noch das Opfer für deines. Aber, wie man an der Zeit sehen kann, es naht das Ende des Winters. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Mal gönnen wir uns erstmal das Winterfest. Ich durfte auch einen... Es gibt da auch so eine Art Wichteln und ich durfte da jemanden, ja, beschenken. Und habe ein besonderes Geschenk auch für sie rausgesucht. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert, dass es eine sie ist. Aber gut. Wir werden gemeinsam herausfinden, wer es ist und ob sie sich darüber freut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao bis zum nächsten Mal zum Winterfest.